Gesetzliche Änderungen ab dem 1. Juli 2022, die auch Millionen Rentner betreffen. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Zum 1.7.2022 stehen verschiedene gesetzliche Änderungen an, die auch Millionen unserer Rentenempfänger betreffen. So startet am 1.7.2022, das wissen Sie wahrscheinlich schon, die Rentenerhöhung. Da wird es pünktlich losgehen. Die gesetzlichen Altersrenten werden in West und Ost erhöht. Mit der Rentenerhöhung 2022 können rund 100.000 Rentnerinnen und Rentner steuerpflichtig werden. Bitte Rentenbescheid prüfen, nachrechnen und so böse Überraschungen vermeiden. Die Freibeträge in der Einkommensanrechnung bei der Witwen- oder Witwerrente erhöhen sich ab dem 1.7.2022. Rentner sollten dies unbedingt beachten, und zwar wenn sie ins Ausland ziehen oder von Westdeutschland nach Ostdeutschland ziehen oder umgekehrt. Ganz wichtige Sache. Die Rentenanpassungsbescheide wegen der Rentenerhöhung 2022 kommen. Mein Rat, Bescheid prüfen und alles nachrechnen, ob die Rentenerhöhung auch wirklich richtig bei Ihnen berechnet wurde. Die EEG-Umlage fällt zum 1.7.2022 weg. Prüfen Sie also bitte Ihre Strom- und Gasrechnung, ob es da wirklich eine Ermäßigung wegen dem Wegfall der EEG-Umlage gegeben hat. Alle Rentner mit Minijobs, bitte aufpassen. Der gesetzliche Mindestlohn steigt am 1.7.2022 von 9,82 Euro auf 10,45 Euro. Damit müssen Rentenbezieher im Monat Juli weniger arbeiten, damit sie nicht über die Geringfügigkeitsgrenze steigen und aus dem Minijob dann ein SV-pflichtiges Arbeitsverhältnis werden kann. Bitte denken Sie auch daran, zum 1.10.22 steigt der Mindestlohn auf 12 Euro. Für Rentenempfänger mit Kindergeldberechtigung ab dem 1.7.22 wird einmalig ein Kindergeldbonus von 100 Euro pro Kind zum laufenden Kindergeld gezahlt. Rentner mit Grundsicherungsleistung erhalten ab dem 1.7.22 wegen der steigenden Energiepreise zweimal 100 Euro ausgezahlt, die Gott sei Dank nicht an die Grundsicherung angerechnet werden. Und ganz besonders wichtig, ab dem 1.7.22 steigen die gesetzlichen Pfändungsfreigrenzen von netto 1.252 Euro auf 1.330,16 Euro. Damit bleiben ab dem 1.7.22 im Grundsatz 1.330,16 Euro netto Arbeitseinkommen oder Renteneinkommen für einen Gläubiger unpfändbar. Wichtige Änderungen, die viele Millionen Rentenbezieher betreffen und auf die Sie unbedingt ein Auge haben sollten. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.